Ich wähle rechts. Irgendwelche Menschen, die aus dem Ausland kommen, bekommen alles hin und vorne reingeschoben. Das ist nicht gerecht. Ja, die Ausländer. Die Ausländer, die bösen Ausländer. Wir Deutsche, wir werden überflutet von Ausländern. Das stört mich einfach. Ach du Scheiße. Oh. Mann, die blöden Ausländer wieder, wa? Das ist immer geil, Digga, wenn man so einen Sündenbock hat. Oh Mann, Alter. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Ein Gollan. Das Video heißt Ich wähle rechts. Da bin ich ja echt mal gespannt. Ich habe gehört, demnächst ist in Deutschland bzw. in Europa sind Europawahlen irgendwie. Und ich glaube, dazu hat die Dame eine Umfrage gemacht. Ich muss persönlich selber gestehen, dass ich gar nicht mehr wählen gehe. Ich bin auch in Mexiko. Ich könnte per Briefwahl wählen, weil ich natürlich noch in Deutschland gemeldet bin. Aber ich habe keine Hoffnung mehr ins System. Ich habe keine Hoffnung in irgendeine Partei. Und ich denke nicht, dass irgendeine Partei kommen wird und alles so verändern wird, dass ich glücklich bin. Ich vertraue denen einfach nicht mehr, dem ganzen System. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das aus meinem Leben zu machen, was ich für mein Leben haben möchte, mich zu verändern, mich in die Richtung verändern, in der ich die Welt gerne hätte. Und da ist mein hundertprozentiger Fokus drauf. Ich behalte die Stimme bei mir. Ich packe sie nicht in eine Wahlurne und lasse sie sterben. Das ist mal ein kurzes Statement von meiner Seite vorab. Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr wählen geht und wenn ihr wählen geht, was ihr wählen geht. Da darf man auch drüber reden. Ist nicht verboten, auch wenn die Deutschen das nicht gerne machen. Über Geld und wen man wählt, wird nicht geredet bei uns. Na, meine lieben Freunde, ich küsse eure Zirbeldrüse, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanälchen abonnieren. Und wenn ich jetzt hier Twitch auf dem Handy aufgemacht habe, würde ich sagen, dass der Peter, wie immer, losgeht, Digi. Und los. Na, ich war auch eben einkaufen, aber man kann sich ja auch, heute wird es ja auch alles teurer, ne? Man kann sich ja für sein Geld nichts mehr kaufen. Das ist ja echt, tja, das ist ja echt. Ja. Wahnsinn, muss man am besten 3 Jobs haben, sonst kommt man hier nicht voran als junge Frau. Naja. Oder auf den Strich gehen, aber das will man ja auch nicht, ne? Strich it out, man, Alter. Nicht unbedingt. Und dann Outstrichy-Vibes, Bro. Irgendwelche Menschen, die aus dem Ausland kommen, bekommen alles hin und vorne reingeschoben. Das ist nicht gerecht. Ja, die Ausländer. Die Ausländer, die bösen Ausländer. Wir Deutsche, wir werden überflutet von Ausländern und das stört mich einfach. Ach du Scheiße. Oh. Mann, die blöden Ausländer wieder, wa? Das ist immer geil, Digga, wenn man so einen Sündenbock hat. Oh Mann, Alter. Sicherheit, ich habe keine Sicherheit mehr in diesem Land. Jetzt gucke ich aber an. Was man dazu schon mal sagen kann, was mir direkt in meinen Schädel reinkommt, ist, dass es ja auch einen Unterschied gibt zwischen Ausländern. Wenn du ein Ausländer bist, der jetzt so aussieht wie ich zum Beispiel oder aus einem muslimischen Land kommt, dann kriegst du natürlich weniger Respekt und weniger Anerkennung, als wenn du jemand bist, der aus Ukraine kommt, der blond ist und blaue Augen hat, weil die sind mehr wert. Oder? Oder nicht? Das haben die doch so auch mal gesagt. Die Medien haben doch so berichtet. Ist voll traurig, wenn Blonde mit blauen Augen sterben. Ist voll wild. Ist ja nicht so schlimm, wenn in Afrika jeden Tag Kinder sterben, weil die nichts zu essen haben. Oder Palästinenser zerbombt werden. Kids, Frauen, ganz normale Menschen, die ganz normal zur Menschheitsfamilie auch dazugehören. Aber es wird mit zweierlei Maß gemessen. Das sollte den Menschen langsam mal auffallen. Und Gott sagt, habt ihr, wie ihr wollt. Ja, scheiße. Und jetzt? Sie kennen die Bibel nicht. Nicht so gut wie Sie offensichtlich. Kritisieren Sie auch den Euro? Ja, absolut. Der Euro war eine Katastrophe für uns. Oder wer weiß, wie lange der noch lebt. Jetzt sagen natürlich auch... Damals war alles besser, weißt du noch? Das sind diese, damals war alles besser. Aber ich habe Mark auch mehr gefühlt, sag ich dir ehrlich. Euro it out, man, Alter. Viele, gut, dank Merkel haben wir seit 2000... Digga, damals 50 Mark, Bro, was rich. 15, 16. Also als Kind. Eine Massenmigration hier in unserem Land. Und die Abschiebung oder wie auch immer man das nennen will, müsste halt irgendwie leichter vonstatten gehen. Ich finde gerade wirklich alle Parteien jetzt nicht so dolle. Würdest du zum Dolle? Müsste halt irgendwie leichter vonstatten gehen. Ich finde gerade wirklich alle Parteien jetzt nicht so dolle. Würdest
Ja. Zum Beispiel die Grünen wählen. Ja. Schwierig. Warnung. Dieses Video ist nur für selbstdenkende Menschen mit Humor geeignet. Hallo Freunde. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, meine lieben Freunde. Scheint ein durchwachsenes Video zu sein hier. Kommt zu einem neuen Video von mir, wie man unschwer erkennen kann. Wir sind gerade in Berlin und ich werde die... Nochmal. Und ich frage die... Das erinnert mich an meine alten Straßenumfragen hier. Stehen Frauen auf Muskeln? Da waren die wichtigen Themen noch auf der Straße in Berlin, ne? Wisst ihr noch? Heute, ob sie wissen, was am 9.6. so in unserem Land passiert? Das war voll scheiße. Ist auf jeden Fall, glaube ich schon, wichtiger und hat mehr Impact als die Europawahl, oder? Ob Frauen auf Muskeln stehen? Ist doch overall eigentlich wichtiger, oder? Eins in den Chat, wenn ihr mir zustimmt. Mal. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Umfrage hier auf meinem Kanal. Ihr habt es euch gewünscht, dass ich wieder mehr Umfragen mache und tada, da bin ich. Ich meine, es ist auch nicht mehr kalt, finde ich sehr gut. Auf jeden Fall sind wir gerade am Alexanderplatz, wie man sehr unschwer erkennen kann. Und wir fragen die Menschen heute mal, was am 9.6. in unserem Land so los ist und welche Partei für sie am sympathischsten ist. Also, let's go! Let's do it, man, Alter, und los! Wie bitte? Sie müssen auch hübsch aussehen. Ja, ich gebe mir Mühe! Bruder, W-Riz, Bro. Eine Frau am Arm hier. Wir wollen mich fragen, ob... Kleiner Casanova, wa? Wissen, was am 9.6. passiert hier in Deutschland. Europawahl. Richtig. Und haben Sie schon eine Tendenz? Ja. Das verraten wir aber nicht. Ah, okay, dann kann ich mir schon fast denken. Ja. Nee. Da reden wir nicht drüber. Hast du schon vergessen? Das sind unsere Sitten hier bei uns. Auch nicht. Ein, zwei Punkte, die Sie gut finden an der Partei, die Sie wählen. Ja, ich finde... Prince of Persia ist wieder in the building, Bruder. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Majutster. Nächster Schluck geht auf dich. Bester Mann, Digga. Beispiel von Sarah Wagenknecht gut, dass sie sagt, okay, kein Krieg, sondern Frieden. Ja. Die haben ja ihr Wahlprogramm, also kein Krieg, sondern Frieden. W. Das ist das Wichtigste für mich mit. Ja. Dass man auch. Die ist süß, Digga, ich mag die. Aber leider ist es halt so... Leider ist es halt so, dass die Grünen das damals auch mal gesagt haben, wisst ihr noch? Und leider ist es halt auch so, dass die ganz schnell halt unterwandert werden und dann ganz schnell andere Agendas vertreten werden, ganz auf einmal so. Also wie viele Parteien kennt ihr jetzt mal so aus dem Stegreif, ne? Könnt ihr mir ja mal reinschreiben, falls ihr eine Partei kennt so. Wie viele Parteien kennt ihr und wenn ja, welche, die ihr Wahlversprechen gehalten haben? Das heißt, das, was im Wahlprogramm drin stand, dann auch, wo sie in die Regierung gekommen sind, also es müssen auch Parteien gewesen sein, die auch regiert haben, dann wirklich auch sich dafür eingesetzt haben. Mir fällt da jetzt so spontan eigentlich niemand ein. Und das ist halt schon wild. Ins Gespräch kommt, in die Verhandlung geht, um alles zu machen, um halt eben nicht Waffen zu liefern, sondern in den Frieden zu gehen. Das wollen Sie sagen? Ja. Schließe mich mal noch. Sie machen das, was die Frau sagt. Die Chefin. Die Frau. So. Ach, da das Kreuzchen an. Der Junge hat nichts, Mann hat nichts zu sagen. Sie ist die Chefin. Fühl ich? Sie auch da das. Nicht? Das ist nicht gesagt, dass ich dort das Kreuzchen mache. Ich sage nur, das ist eigentlich das, was ich will. Ja. Übrigens, AfD auch Kriegspartei, ne? Für alle AfD-Fanatiker, die aber gegen Krieg sind, so. Die sind auch für Krieg. Bei Ukraine zwar nicht, glaube ich, haben sie mal gesagt. Aber im Wahlprogramm steht auch was anderes drin. Aber Israel, ganz klar, muss sich verteidigen, ja? Sie sagt, ja, die SPD sagt Sicherheit, plus Sicherheit. Ich habe keine Sicherheit mehr in diesem Land. Man traut sich abends nicht mehr auf die Straße. Verrohung der Gesellschaft. Die Gesellschaft verroht und keiner achtet mehr auf den anderen. Keine Facts. Freundlichkeit unter den Menschen. Keine Ethik, keine Moral mehr, kein Gott. Unbedingt und das ist ungesunde Entwicklung. Ich bin der Meinung, dass... wir die Immigration beenden sollten. Stoppen sollten. Stoppen sollten und zwar muss man die Ursachen kennen und die Ursachen liegen in den Ländern, wo die... Das ist Thema Nummer eins, Digga, ne? Migration in Deutschland, gerade aktuell. Wird ja auch von den Medien und von allen YouTube-Kanälen und so krass nach vorne gepusht. So, das ist so das Thema Nummer eins, mit dem sich die Deutschen, glaube ich, gerade beschäftigen, Alter.
Und ich kann das auch auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen. Man muss halt nur aufpassen, von wem dieses Thema so krass gepusht wird und warum das so krass gepusht wird, so weißt du? Ob da nicht auch eventuell noch andere Hintergründe sind, warum man das so krass in Deutschland gerade aufbauscht, das Thema so. Natürlich passieren Dinge. Ich bin auch der Meinung, dass wenn du zum Beispiel in ein anderes Land gehst, dass du dich an die Gesetze halten musst, so. Es wäre halt auch eigentlich ganz easy, wenn man einfach ganz klare Gesetze hätte und ganz klare Richtlinien hätte und sich genau daran hält. Dann wäre eigentlich alles gut so. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß gar nicht, was da das Problem ist, warum man nicht einfach die Gesetze so, wie sie sind, wie sie stehen, einfach durchsetzt so. Verstehe ich nicht, Digga. Und ich bin halt auch der Meinung, dass man, wie der Herr auch jetzt hier gerade sagt, dass man an den Ursprung gucken muss. So, ne? Warum ist es überhaupt so, dass viele Menschen aus ihren Ländern fliehen und nach Deutschland kommen? Was ihr auch ganz klar mal recherchieren müsst, ist, dass die Leute, die die Kriege in den Ländern verursachen, ne, und die Armut dann auch in diesen Ländern verursachen, auch die Flüchtlingsströme planen. Da gibt es auch ein Video, wo das einer im ZDF ganz klar sagt, bevor irgendwo einmarschiert wird, bevor irgendein Land zerbombt wird, müssen erstmal die Flüchtlingsströme geplant werden. Das heißt, es gibt Menschen im Hintergrund, die bevor unter anderem wir, Deutschland, andere Länder angreifen, die Flüchtlingsströme planen. So. Und da muss man auch mal richtig hinschauen, wer das ist, warum das gemacht wird, wie die geplant werden, was da dahinter steckt, so, weißt du? Und was man auch sagen muss, ist, dass bevor ich mich jetzt hinstelle, also ich kann ja verstehen, wenn Leute aus Deutschland sagen, ey, das wird hier ein bisschen zu viel gerade, wir müssen da ein bisschen aufpassen, wir müssen da ein bisschen gucken. Ich kann das nachvollziehen, so, weißt du? Vor allen Dingen, wenn man diese ganzen Berichte sieht und wenn man diese ganzen Zeitungsartikel sieht und was alles passiert und so, dann kann ich das verstehen, warum Menschen diese Sicht annehmen, so. Aber was man nicht vergessen darf, die ganzen Sachen, die wir in der Zeitung präsentiert bekommen, haben meistens ganz lange Hintergründe, so. Eine Vorgeschichte. Genauso wie bei den Kriegen, genauso wie beim Ukraine-Krieg oder beim Israel-Palästina-Krieg, da steckt meistens eine lange Geschichte dahinter, warum das so weit gekommen ist. Und genauso ist es auch mit der Migration. Warum so viele Menschen überhaupt migrieren nach Deutschland, das hat eine lange Geschichte. Weißt du, wie ich meine? Und da muss man mal gucken, ob wir nicht selber sogar auch mitverantwortlich waren, dass überhaupt Leute flüchten und so. Und das ist eine Sache, die muss man schon ganz klar auch mit dazu sagen. Und eine Sache, die ich noch dazu sagen möchte, ist, ich glaube halt diese Stimmung. Weißt du, ich verstehe auf einer Seite, dass viele Leute dieses Migrationsthema gerade auf dem Schirm haben und sagen, ey, das ist zu viel und die ganze Gewalt, die passiert und bla 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 und da wird nicht richtig durchgegriffen, auch nicht vom Gesetz quasi und so. Da werden die werden zu schwach bestraft und ich verstehe das, Digga, weißt du? Ich verstehe das hundertprozentig, aber was dabei mit passiert ist, wenn das immer mehr propagiert wird, auch von diesen YouTube-Kanälen wie dieser Ost-West-Typ zum Beispiel und so, ne? Dass auch ganz normale Leute, die vernünftig migriert sind, die sich vernünftig integriert haben, aber aussehen wie ein Migrant, darunter leiden. Und das höre ich immer öfter in Deutschland so. Gut integrierte Türken, Digga, die nichts damit zu tun haben, was vielleicht Negatives gerade auf den Straßen passiert, haben einen negativen Effekt davon, dass das so krass gerade ist in Deutschland mit dieser Migrationsthematik. Weißt du? Ist schon wild. Flüchtlinge herkommen und solange man diese Ursachen nicht beseitigt, werden wir das Problem nicht lösen können. Leider. Das, was wir dort in die ganzen Länder investieren, wie viel Geld wir dorthin schicken, das kommt irgendwie nicht an, das fruchtet nicht. Oder wir geben ein paar Millionen für Fahrradwege in Peru aus, kann auch zum sein. Zum Beispiel, ja. Ja. Muss man gucken, wie sinnvoll das jetzt ist. Ja. Naja, aber dann danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüssi, auf welchem Sender läuft das denn? Das ist mein eigener, ich mache meinen eigenen Kanal auf YouTube. Geil, Digga, die ist ja cool. Die Alten sind cool. Ich mag alte Menschen. Sozusagen, ja, ich finde den Begriff ein bisschen blöd. Auf YouTube, ich heiße ein Golan. Ein Golland. Ja, ein Golland. E-I-N-G-O-L-L-A-N. Alles klar. Dankeschön. Noch viel Erfolg. Ja, danke. Darf man überhaupt sagen, dass man stolz auf sein Land ist, so mal als generelle Frage? Nazi. Im Allgemeinen, ich würde sagen, Deutschland hat zumindest in der Wirtschaft ein paar schöne Schritte gemacht, aber was die Regierung gerade großteils verzapft, ist teilweise fragwürdig. Kann mehr. Kann mehr, aber ich glaube, das ist immer der Fall. Ja, also. Würdest du denn dann jetzt... Eine Sache, die ich auch extrem schade finde, dass Deutsche nicht richtig stolz auf Deutschland sind, so. Ich treffe immer wieder Deutsche und ich sage, ey, wo kommst du her und so. Die sagen, Deutschland, leider aus Deutschland. Oder langweilig, ich komme aus Deutschland. So crazy. Deutschland hat eine krasse Geschichte, Digga. Deutschland hat schon sehr viele krasse, geile Sachen nach vorne. Also ich bin stolz auch, halber Deutscher zu sein.
ich gebe damit an hier in Mexiko. So. I'm German, bro. Ich sag dir immer, was alles aus Deutschland kommt und so. Ich nerv die richtig. Hingehen am 9.6. Europawahl. Ja, definitiv. Aber das ist eher von wegen, ich möchte nicht, dass gewisse Randgruppen da ein unfassbares Publikum bekommen. Dementsprechend gehe ich ja eher wählen, um zu verhindern, dass manche Parteien am Ende selbst. Von welchen Randgruppen sprechen wir gerade? Sagen wir mal alles, was. Rechts. Ist zendiert. Okay, die willst du. Du möchtest auf jeden Fall nicht, dass die gewählt werden. Deswegen willst du dann was anderes, damit die keine Stimme bekommen. Genau. Okay. Würdest du auch sagen, welche Partei du gut findest? Ich bin tatsächlich momentan noch nicht vollständig entschieden. Das ist so ein bisschen so ein Pest- oder Cholera-Ding. Ich war jetzt in Dresden und da hatten schon viele Jugendliche auch. Die Adolf-Frage kommt oft, wenn man in Deutschland im Ausland ist. Echt, Digga? Finde ich gar nicht, Bro. Kommt nicht so oft, Bruder. Ich bin eigentlich derjenige, der das dann ab und zu mal anbringt, so. Ich sag auch manchmal, dass ich es schade finde, dass die Deutschen nicht richtig stolz sind, weil du siehst hier in Mexiko überall Mexiko-Flaggen und so, dies, das, sind stolz auf ihre Kultur, stolz auf ihr Land, so. Und ich sag dann immer, ja, leider durch diese fucking Adolf-Vibes, Digga, da wurde ihm gesagt, wenn er stolz auf Deutschland ist, dass er ein Nazi ist. Und das stimmt halt einfach nicht, weißt du? Stimmt halt einfach nicht. Deutsche Historie ist viel größer als diese paar Jahre, wo dieser ekelhafte Typ da an der Macht war. Dass sie die AfD wählen, was würdest du denen am liebsten jetzt? Doch, in England war viel, deswegen. Ja, England ist auch was anderes, Bro. Geh mal weiter weg. Die meisten fühlen Deutsche. Hier fühlen die auch Deutsche. Ich müsste eigentlich mal eine Umfrage machen. Das habe ich mal gesehen. Einer hat mal in China eine Umfrage gemacht. Was hältst du von Deutschland? Müsste ich eigentlich mal hier in Mexiko machen. Sagen? Ist halt kompletter Quatsch. Okay, warum gibt es da so ein, zwei Punkte, wo du wirklich sagst, ey, das geht gar nicht, Jungs? Also ich denke mal, dass im eigenen... Jungs innen. Die Partei hat ja ein paar schöne Aspekte, was auch mal was so Familienpolitik angeht, aber abgesehen davon ist Fremdenhass oder die Abtrennung von der EU einfach kompletter Mist. Dementsprechend sind es einfach, ich würde sagen, Grundprinzipien, die man nicht vertreten sollte oder die ja einfach nicht in... Die man nicht vertreten sollte? Demokratisches Land gehören. Ich lasse mich nicht von der... Freies demokratisches Land heißt, man kann eigentlich vertreten, was man möchte und was man selber für richtig hält, oder? Das hat sich ein bisschen widersprochen gerade. Du bevormunden für irgendwelche Sachen, wo ich der Meinung bin, dass das wirklich meiner Meinung ist und auch rechtens ist, gell? Ja, finden aber Sie dann auch... Gell? Ja, immer mehr beschnitten. Das ist richtig. Kritisieren Sie auch den... Der kommt aus dem Süden, Digga. Ja, absolut. Der Euro war eine Katastrophe für uns. Oder wer weiß, wie lange der noch lebt. Ich habe einiges an anderer Meinung. Und ja, gut, und das kann ich nur im Wählen sehr wahrscheinlich, kann ich das dann zum Ausdruck geben. Ja. Ja. Jetzt, Sie müssen natürlich nicht sagen, wen Sie wählen, aber gibt es so ein, vielleicht ein, zwei Punkte, wo Sie sagen, das und das und das muss jetzt in Deutschland... AfD ist safe. ...verändert werden. Ja, definitiv würde ich keine Grüne wählen, keine SPD. Gell? Die CDU ist natürlich auch nicht viel besser, weil der Merz ist ein Schwätzer. Ja. Wenn es drauf ankommt, dann zieht er so und so sehr wahrscheinlich seinen Schwanz ein und haut ab. Meine Nummer, das ist einzigste Katastrophe bei uns. Wir werden ja sehr wahrscheinlich auch in der Welt nicht für ernst genommen. Ja. Nicht für ernst genommen, Digga, fühle ich. Allein bei der Sprache, Bruder, geht mir schon der Herz auf, gell? Geht mir schon das Herz auf, Bro. Die da was erzählt von 360 Grad. If he doesn't change by 360 degrees... Mensch, Annalena. So eine Frau kann nicht ein Land... Bruder, der kommt aus Mannheim. Bestimmt, Langer. Das ist... Vor allem meine Frau. Doch, Digga. Wir haben so eine Kanten, Digga. So eine kernigen. Die vielleicht nicht mal einen geraden Satz rausbekommt. Das ist das, was ich meine, gell? Die nette mal ihren... Doch, Digga, der kommt aus Mannheim, Digga. Safe. Okay. 6-8, Bro. Vorher gewisse Erfahrung hat oder irgendwas studiert hat oder irgendeinen Beruf gelernt hat, die wirklich weiß, von was sie redet, so eine Frau kann nicht hier an der Macht bleiben. Das geht nicht. Die müssten normalerweise schon längstens weg. Ja gut, es gibt so viel Ungerechtigkeit. Wenn ich hier sehe, wie viele Tippelbrüder hier rumlaufen und hier Pfand sammeln und dann... Tippelbrüder? Irgendwelche Menschen, die aus dem Ausland kommen und bekommen alles hin und vorne reingeschoben. Das ist... So. Recht. Ja. Die Leute, die sitzen im Winter auf der Straße, erfrieren und die anderen, die haben die wärmsten Buden, gell? Und sowas geht einfach nicht. Was auch nicht geht, ist... Es
bisschen einfach runtergebrochen. Ich verstehe, was er meint. So, ne? Es gibt da teilweise wirklich, also was mich auch gewundert hat, als die Flüchtlinge aus der Ukraine gekommen sind, wie viel die so bekommen haben, weißt du? Und dass sie überall direkt Jobs bekommen haben, keine Einschränkungen, dies, das, bla. Und damals Leute teilweise aus dem Krieg aus Afghanistan oder so gekommen sind, die wurden erstmal, also haben der teilweise die haben ja teilweise nicht mal eine Arbeitsberechtigung bekommen, so dass die sich dann, die wurden halt falsch migriert, meiner Meinung nach, so, weißt du? Falsch integriert. Da hätte man auch einfach besser integriert. Also meiner persönlichen Meinung nach ist es auch richtig, dass wenn man sagen würde, ey, wir lassen vielleicht nicht mehr so viele Leute hier hin, aber die, die wir hier hinlassen, integrieren wir vernünftig und gucken, dass das einen guten Weg, dass es das in eine gute Richtung geht, dass die auch wirklich sich integrieren. Da haben wir mehr von, als wenn Leute hier einfach hinkommen und die werden nicht richtig, sondern werden in irgendwelche Ghettos abgeschoben oder in irgendwelche Lager. Macht mal euer Ding einfach so. Ist klar, dass sich da Parallelgesellschaften bilden, so. Die falsche Partei zu wählen, und deswegen schauen wir doch mal rein, was ich am 1. Mai alles so in Dresden erlebt habe. Das heißt, du bleibst hier noch ein bisschen und machst ja auch mal dein eigenes Bild von der Veranstaltung? Ich guck mir das mal an, weil ich auch gehört habe, der Gras heute hier, und um den ist es ja gerade richtig heiß. Ich habe einen Auszug gesehen, wo er bei Thilo Jung war. Da hat er schon ein paar interessante Sachen gesagt, ein paar Sachen, wo ich nicht zustimme. Aber ich dachte mir, die Gelegenheit nutze ich einfach mal und gucke mir den mal persönlich an. Was mir direkt mal aufgefallen ist beim Kra, ist, dass der rhetorisch extrem gut ist. Also wirklich so zu den Intellektuellen. Deus sagt, die wichtigste Frage dabei ist das Warum. Das wird viel zu oft vergessen. Ja. Da interessieren sich die Leute nicht mehr richtig für. Die sehen nur das Problem, was gerade aktuell da ist, warum das da ist, was der Hintergrund ist. Interessiert ja die meisten Leute gar nicht, weißt du? Bei allen Themen. Bei allen Themen. Corona, Ukraine, Israel. So viele Themen, Bro. Schwersten Waffen in der AfD gehört. Und da dachte ich mir, das wird wohl auch der Grund sein, dass der jetzt so attackiert wird. Weil das fällt schon auf, dass sie gerade auf die, die dann nicht irgendwie so rumlavieren, ah ja, das war nicht so gemeint bei Maybrit Illner oder so, sondern die da wirklich auch zu den Überzeugungen stehen und das gut verkaufen, die werden immer am meisten attackiert. Wo ich halt nicht so auf seiner Linie bin, das sind so diese Renten- und Sozialgeschichten und so. Das ist schon sehr neoliberal. Ist jetzt nicht so meins, weil ich halt auch wirklich Leute kenne, die in zum Beispiel im Bürgergeld sind und sich das so nicht ausgesucht haben. Was macht man hier sonst noch so außer Bier trinken heute? Informationen einsammeln, den Leuten beim Reden zuhören. Würdet ihr auch offen sagen, dass ihr die AfD wählt oder eine andere Partei, oder darf man das jetzt nicht sagen? Ich bin Mitglied bei der Heimat. Was macht die Jugend heute hier? Was hast du hier zu suchen auf diesem Platz? Ich wollte mir heute die Rede von Maximilian Krah anhören, weil der wurde ja in die Medien ein bisschen, wie sagt man, blöd dargestellt. Und ja. Krah in Natura. Das heißt, du bist extra für den Mann hier heute hergereist? Genau. Oder kommst du aus Dresden? Wir kommen aus Zwickau, wir sind extra angereist, genau. Okay, das ist Krah. Aus Dresden. Wir haben ihn auf TikTok gesehen und da wollten wir auf jeden Fall mal herkommen, uns anschauen, wie das, was er zu sagen hat, zu dem ganzen Dilemma, was jetzt hier in den Medien dargestellt wurde. Und da wollten wir einfach mal uns selber ein Bild machen. Was denkst du, wie sie... Was steht da im Hintergrund? Abschiebung? Wird sich das jetzt hier noch... Schafft was? Entwickeln? Ja, Liebe oder Freiheit? Dass Kra Gehör findet in der Bevölkerung. Oh Mann, Alter. Und dass er endlich, dass endlich Positionen der AfD Gehör finden, in der Jugend vor allem, und dass endlich der AfD gewählt wird. Merkst du das auch in deinem Freundeskreis? Wild, ne? Wie krass die überzeugt davon sind, ja? Ist das so? Wohnraum. Abschiebung schafft Wohnraum, Digga. Die Scheiße. Die Richtung sich vielleicht ein bisschen ändert, oder wie sieht's da aus? Ja, bei uns in Sachsen und in Zwickau auf alle Fälle, da ist die Jugend auf jeden Fall noch stabil. Gerade kam ja auch die Umfrage raus, dass die 18- bis 30- oder bis 29-Jährigen auf jeden Fall, dass der AfD der stärkste Partei sogar ist. Und das merke ich auch in meinem Freundeskreis, kann man sagen, ja. Ja, ich kann das nicht sagen. So unterschiedlich. Du meinst also, muss nicht abgeschoben werden. Bruder, was ich meine ist, dass dieses Thema gerade bewusst im Fokus steht, so. Ich bin so ein Typ, ne, wenn so eine Entwicklung stattfindet und ich merke, dass in Deutschland das immer weiter nach rechts geht und immer mehr Leute auf einmal dieser Partei vertrauen und ja, die bösen Ausländer und das ist alles böse und so, da werde ich einfach hellhörig, Digga, weißt du, wie ich meine? Das ist einfach meiner Meinung nach auch bewusst herbeigeführt, so. Und die offensichtlichste Lösung, die Leute denken halt nicht mehr weiter, sondern die denken nur vor ihren Augen. Die sehen das, Bruder, das ist doch alles, die sehen nur vor ihren Augen, es wird eine Alternative präsentiert, die spricht alles aus, was ich gerade fühle, weil die Medien mich genau in diese Richtung getrieben haben. Dann muss das die Lösung sein. Das ist aber nicht die Lösung, Digi.
Das ist nicht die Alternative, Bro, meiner Meinung nach. So. Meiner Meinung nach ist das nicht die Alternative, es ist viel tiefer als das, Bruder. Diese AfD hängt genauso in diesem ganzen Spiel mit drin wie alle anderen Parteien, meiner Meinung nach. Das ist nur meine persönliche eigene Meinung. Ich vertraue den allen nicht mehr. So, weißt du? Und wenn ich merke, dass in Deutschland gerade so ein Klima kreiert wird, so ein Anti-Ausländer, Anti-Migranten, Anti-Moslem-Klima, so, dann vermute ich mehr dahinter als einfach nur das Offensichtliche. So. Aber meine persönliche Meinung ist, wenn jemand gegen das Gesetz verstößt, muss er die Strafe bekommen, die im Gesetz drinsteht, die er bekommen sollte. Fertig aus. Und wenn da steht, wenn du das und das machst, musst du abgeschoben werden, dann wirst du abgeschoben, Bro. Du hast dich an die Gesetze zu halten in dem Land, wo du hingehst. Ich bin hier in Mexiko, ich kann nicht einfach deutsche Gesetze hier einführen. So. Bruder, hier in Mexiko, die Polizei zum Beispiel, die sind nicht so wie die deutsche Polizei. Hier ist so, wenn du die Polizei rufst, wenn dir irgendwas passiert, ist eigentlich eine der schlimmsten Sachen, die du machen kannst, weil die ziehen dich ab. So. Deswegen, ich muss mich natürlich an die Gesetze halten, da wo ich hingehe. So, ganz easy. Oder nicht, Digga? Das ist doch eigentlich ganz einfach, oder nicht? Ich gehe in irgendein Land, da sind Gesetze, ich halte mich an die Gesetze, ich halte mich nicht an die Gesetze, habe ich mit Konsequenzen zu rechnen, Bro. Und wenn es Abschiebung heißt im Gesetz, dann ist es Abschiebung. Die Bundesinner. Ja, aktuell wohne ich da, aber eigentlich... Aber dann irgendwie zu sagen, Rückführung aller migrantischen Leute, weil es ist komisch und bla bla und was die nicht alles da so erzählen. Wenn du dich mal wirklich mit der AfD auseinandersetzt, die haben doch ganz dubiose Kontakte, richtig in Nazi-Bewegungen rein und so. Das ist ja kein Humbug, das ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen so. Die haben Kontakte zu richtig offiziellen Nazis, Bro. Die wirklich sagen, die wirklich beleidigen, so. Menschen beleidigen nur, weil die Moslems sind zum Beispiel, so. Ist das eine gute Sache? Ist nicht, Bro. Und ich bin mir dessen bewusst, dass in Deutschland immer, das schlummert auch in Deutschland immer noch dieses Fremdenhass, Digga, das ist ein Thema, Bro. Ich bin in Deutschland groß geworden, ich bin Deutscher, ich habe eine andere Hautfarbe, ich habe das gespürt mein ganzes Leben lang. Von dem Zeitpunkt an, wo ich denken konnte, bis ich hier nach Mexiko gekommen bin, Bro. So. Das ist halt vorhanden, das kannst du halt auch nicht absprechen, auch wenn Leute sich mittlerweile darüber lustig machen, weil jeder eigentlich jetzt schon mittlerweile ein Nazi ist. Dadurch wird das Nazi-Sein voll verharmlost, so, weißt du, wie ich meine? Ich aus Nordrhein-Westfalen. Es ist schon echt unterschiedlich, gerade in welchem Bundesland man sich aufhält. Aber jetzt sind wir in Dresden und da merkt man es auch, ne? Jetzt, wo die Veranstaltung gerade vorm Ende ist, ist die Antifa auch mal da. Haben sie es dann doch noch pünktlich geschafft, ja? Fast. Ich bin beeindruckt, ob dieser Sch*** in Maße. Das sind so viele Menschen. Die kann man fast gar nicht zählen, so viele sind es. Nazis raus steht da und... Die klassischen immer wieder... Fremdenhass ist nicht nur in DE. Hat doch keiner gesagt, Digga. Das ist auch wieder so krass. Ist mir auch schon bewusst jetzt, dass auch bei YouTube in den Kommentaren wieder ganz viele Leute geben wird, die dem widersprechen, was ich sage. Weil ich halt mich nicht auf irgendeine Seite ziehen lasse oder da mitmache, so. Weißt du, wie ich meine? So. Kommst du in Deutschland gut an, wenn du auch sagst, ey, die Ausländer, die bösen Moslems und die bösen Migranten und die sind böse und deswegen ist das Land im Arsch, so. Dann kriegst du Likes. Ist egal, was du sagst, Hauptsache du sagst, du bist dagegen, dann kriegst du gerade Likes in Deutschland. Ist einfach so, das ist Hype. Fremdenfeindlichkeit beziehungsweise dieses Anti-Migranten-Ding ist einfach gerade Trend in Deutschland. Facts. Kannst du sagen, was du möchtest. Jedes Video, was zu dem Thema hochgeladen wird, kriegt viele Likes, kriegt viel Aufmerksamkeit. Das ist gerade so der Film. Aber davon lasse ich mich nicht bewegen. Ich sage das, was mir auf dem Herzen liegt und was ich für richtig halte. Und ich glaube, ich halte es nicht für richtig, wenn in Deutschland so eine Stimmung kreiert wird, Ausländer gegen Deutsche mäßig, dass die wieder gegeneinander aufgehetzt werden. Ich sehe das einfach nicht als Lösung, weißt du? Ich sehe Lösung, dass wir zusammenkommen müssen, egal welche Hautfarbe, Herkunft, Religion, egal was du für eine Ideologie hast, dass wir miteinander reden und nicht einfach eine ganze Menschengruppe quasi als den Bösen hinstellen und sagen, das ist jetzt der Grund, warum unser Land kaputt ist, so, weißt du? Ich sehe das einfach nicht als Lösung, Bro. Kern und Parolen. Ich finde die gut. Aber es ist, wie gesagt, ja, großartig. Aber es ist irgendwie ein bisschen wenig. Bisschen mau. Ja, und das Zeitmanagement war auch nicht so das Beste. Nee, nächstes Mal kommt er vielleicht ein bisschen früher und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Leuten. Dann passiert hier mal was. Wo auf jeden Fall was passiert, ist auf Patreon. Dresden haben halt ausführlicher darüber berichten kann, was eigentlich passiert ist. Also viele dort, gerade in Dresden, haben halt gesagt, dass sie es sehr stört, dass halt viele... Aber kann nicht sein, dass wir Deutschen verdrängt werden und die Minderheit im eigenen Land werden. Verstehst du das? Fragezeichen.
Wo seid ihr, wo sind denn Deutsche, die, siehst du mich als Deutscher? Mal Frage Nummer 1. Kin Soku. Bin ich ein Deutscher? Oder bin ich auch einer, der die Deutschen verdrängt? Das wäre mal die erste Frage so. Siehst, akzeptierst du mich als Deutschen? Ja, mit Afrika-Roots. Aber ich bin deutsch, Bro. Meine Mutter ist deutsch. Ich bin rein deutsch aufgewachsen. Mein Vater ist Afroamerikaner, ja, aber meine Mutter ist deutsch. Aber ich zähle nicht als Deutscher, ne? Ich bin so ein, was bin ich denn? Migrant kann man ja nicht sagen, ne? Wie nennst du mich? Migranten in unserem Land sind und dass sie deswegen halt die AfD wollen, damit halt viele, die in unser Land nicht gehören oder beziehungsweise die sich auch nicht an die Regeln halten, jetzt wenn man von so schlimmen Straftaten, Vergewaltigungen ausgeht und so, die dann einfach nicht abgeschoben werden, sicher. Die wollte halt erst was anderes sagen. Die wollte sagen, viele, die in unser Land nicht gehören, abgeschoben werden. Und dann beziehungsweise die sich nicht an die Regeln halten. Und das ist halt eine Sache, die man ganz klar machen muss, finde ich persönlich. Ich finde, wenn jemand hier hinkommt, wenn jemand in unser Land kommt, ich bin nämlich auch Deutscher, damit ist die Frage beantwortet, muss er sich an die Regeln halten, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Und wenn er sich nicht dran hält, dann muss er mit Konsequenzen rechnen. Und zwar so, wie die Gesetzeslage aussieht. Fällt hier aus, nicht mehr und nicht weniger. Und auch für dich, der die Frage gestellt hat, findest du es gut, dass die Deutschen verdrängt werden? Ich finde, die Deutschen werden nicht verdrängt. Ich finde, die meisten Migranten oder Leute, die in Deutschland geboren sind, die vielleicht auch mixed sind, so wie ich oder Yassin oder andere Leute oder Türken, die schon seit 3, 4, 5 Generationen in Deutschland sind, so, die fühlen sich wohl in Deutschland, die halten sich an die deutschen Gesetze, die sind Deutsche, meiner Meinung nach so, weil die in Deutschland geboren sind, aber werden nie akzeptiert. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht auch daran liegt, dass Leute, die anders aussehen, einfach nicht richtig akzeptiert werden und immer das Gefühl haben, dass sie nicht dazugehören? So, das ist nämlich auch ein Problem. Was noch ein Problem ist, dass die Leute, die sagen, hey, der Deutsche wird verdrängt und so, Kultur, dies, das, bla bla bla. Bruderherz, das liegt nicht nur an den Leuten, die migrieren, das liegt auch daran, dass die Kultur in Deutschland sowieso gekillt wird. Und das auch bewusst, meiner Meinung nach so. Seitdem ein gewisser Mann bei uns an der Macht war, so, wird das Deutschsein kleingeredet. Das hat nichts mit den Migranten zu tun. Das ist einfach meiner Meinung nach auch ein Plan und eine Agenda, um den Deutschen schwach zu machen, weil der Deutsche halt auch extrem viel Potenzial hat. So. Der war mal kurz vor der Weltmacht. So. Weißt du, wie ich meine? Das hat nichts mit dem Migranten. Man muss es aus mehreren Perspektiven betrachten. Und ich finde halt dieses einseitig draufgucken und der Migrant ist an allem schuld, Bruder. Das ist einfach nicht die richtige Perspektive für mich persönlich so. Das ist viel zu einfach gedacht. Und das ist aber das, was die euch präsentieren, was die AfD euch sagt. Ja, der Migrant. Das ist einfach nur wieder ein Sündenbock, der genommen wird, damit die Wählerstimmen bekommen so. Weißt du? Und genauso ist es auch, dass check dir mal die Geburtenrate in Deutschland ab, so. Wenn das so weitergeht, dann würde der Deutsche gar nicht mehr überleben ohne Ausländer, ohne Migranten, ohne Leute, die in unser Land kommen, so. Es würde gar nicht mehr funktionieren. Wenn du von heute auf einen Tag auf den anderen alle Leute mit Migrationshintergrund jetzt aus Deutschland abschieben würdest, so, ne? Potenziell. Würde das System zusammenbrechen, Bro. Auch eine wichtige Geschichte. So, da wird aber auch nie drauf aufmerksam gemacht, wie man das vielleicht mal fördern könnte. Wie man mal gucken könnte, dass die Deutschen wieder mehr Kinder bekommen, dass die Familien wieder besser funktionieren und dass eine neue Generation kreiert wird, so. Weißt du? So, das ist halt meiner Meinung nach ein Thema, was viele Facetten hat. Und ich sage auch persönlich nochmal, damit die Leute das nicht falsch verstehen, du kommst in ein Land. Ich bin kein Migrant. Ne? Erstmal muss man einen Unterschied machen zwischen Leuten, die in das Land gekommen sind, wegen Krieg, Flüchten, bla bla bla. Es wurden auch ganz viele Migranten ins Land geholt damals. Das darf man auch nicht vergessen. Die sind nicht hierher gekommen, die wurden geholt als Gastarbeiter, damit die das Land wieder mit aufbauen können. So. Wenn hier jemand ist, der sich nicht an die Gesetze hält, hat er mit Konsequenzen zu rechnen. Nochmal, das ist jetzt eigentlich voll easy, finde ich. Und nicht an die Regeln halten, jetzt wenn man von so schlimmen Straftaten wie Vergewaltigungen ausgeht und so, die dann einfach nicht abgeschoben werden. Sicher hoffen, wenn die AfD gewählt wird, dass dagegen was passiert. Ne? Ich sehe den Punkt, aber es gibt genauso viele Deutsche. Sorry, wenn ich jetzt hier so langen Real Talk mache, weil mir ist es ein Herzens, ich finde das ein wichtiges Thema, Mann. Ich möchte nicht, dass dieses Klima in Deutschland wieder da ist, dass du, nur wenn du ein bisschen nach einem Ausländer aussiehst, schief angeguckt wirst und wie so ein Blinddarm der Gesellschaft angesehen wirst, so, weißt du, wie ich meine? Ich habe da keinen Bock drauf, Bro.
Ich möchte das einfach nicht, so, weil ich liebe das Land und ich bin halb-halb, weißt du? Die auch ähnliche Scheiße bauen. Dementsprechend, ich würde sagen, das kann man nicht auf irgendeine Ethnie oder irgendein Herkunftsland schieben. Deutschland lebt ja auch davon, dass es teilweise sehr bunt durchmischt ist, dass es eben nicht nur deutsche Staatsbürger sind, die hier leben, sondern dass halt auch viele Leute damit dazukommen. Und ich glaube, es ist eine unfassbar wichtige Sache fürs Land, für die Menschen im Allgemeinen und dass die Diversität einfach eigentlich in allen Aspekten nur hilft. Danke auf jeden Fall für deine Meinung. Ist es okay, wenn wir das verwenden? Könnt ihr gerne machen. Stabiler Talk. Der ewige Streit in der Regierung. Die eine Sorte sagt rot, dann sagt die andere gelb, dann sagt die andere lila und es passt nicht zusammen. Mhm. Schlimm. Können wir denn jetzt was ändern? Also wir haben ja auch bald Europawahl. Ich möchte mich wieder heimisch fühlen. Ich fühle mich fremd. Mhm. Weil es werden immer weniger Deutsche, immer weniger Deutsche. Wir werden überflutet von Ausländern. Das stört einfach. Mhm. Zuwanderung stoppen. Ja. Kann ich gut verstehen. Ich war jetzt letztens in Dresden, da habe ich auch eine Umfrage geführt, die gleiche Frage. Und da haben die meisten, also viele Jugendliche haben zu mir gesagt, ich will jetzt die AfD, ich habe einfach keinen Bock mehr. Also das war so die Grundeinstellung. Ja. Man muss auch... Das spitzt sich halt irgendwann zu, Digga, weißt du, wie ich meine? Jetzt ist es gerade noch so, ja, die Ausländer und so, die, ich fühle mich nicht mehr als Deutscher, die ist das. Was denkt ihr, was die Quintessenz davon ist, wenn das immer mehr aufgebauscht wird so? Wenn das immer extremer wird? Habt ihr Bock darauf oder was? Dass man dann kämpft quasi? Das ist am Ende ist Gewalt, das ist euch bewusst, ne? Am Ende ist Gewalt, Bro. Am Ende ist Gewalt. Immer. Weise sagen, wir haben ja auch in Aachen sehr viele Plakate von der AfD. Die sagen, die schreiben das auch. Mhm. Die machen keinen Bogen drumherum, sondern die schreiben knallhart, um was es geht. Also es geht um Jesus und Gott, glaube ich, an diesem Stand. Und es ist eine Deutschlandfahne. Ach, guten Tag. So wird man ins Interview reingeschmissen. Wie gesagt, ey. Ich sehe das aus mehreren Perspektiven so, ne? Ich will das nochmal ganz klar machen. Ich sehe das aus mehreren Perspektiven. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, ich würde bevorzugen, also ich würde es geiler finden, wenn wir vielleicht, ja, Digga, wenn man integriert oder wenn man Leute reinlässt, dass man die halt auch vernünftig integriert, Digga. Und da ist schon ganz viel falsch gelaufen in der Vergangenheit, dass wir jetzt in der Situation sind, wo wir jetzt gerade sind, weißt du? Das darf man auch nicht vergessen, dass das auch sehr viel damit zu tun hat. Dass diese Parallelgesellschaften sich deswegen auch gebildet haben teilweise so. Weil erstens keine Akzeptanz richtig da war und zweitens auch nicht richtig integriert wurde, nicht genug Chancen und Möglichkeiten für die Leute, die hierher gekommen sind, so, weißt du? Ja. Hey, mal gucken, wie das weitergeht, ja? Die Menschen fragen, ob sie glauben, dass die Wahlen in unserem Land was ändern. Ich kann dazu sagen, was bei uns in der Bibel steht. Leon, Bro, wann warst du das letzte Mal in Köln oder Düsseldorf? Wenn du da rumläufst, fühlst du dich wie in einem anderen Land. Und jetzt sprechen das Leute an und jetzt wird den Leuten ihr Recht dazu aberkannt und die sollen es akzeptieren. Lol, kann ja auch nicht sein. Das ist halt nicht meine Meinung, Bro. Also ich bin der Meinung, dass jeder seine Meinung sagen darf. Genauso darf ich aber auch meine Meinung sagen, weißt du? Ich bin ja dafür, dass die Leute ihre Meinung sagen dürfen. So, ich bin ja dafür, Digga, weißt du? Wenn du eine persönliche Meinung hast, dass du die aussprechen darfst, so. Ich bin einfach nur skeptisch, wenn so eine Parteien um die Ecke kommen, die gewisse Themen einfach nur benutzen, damit die Wählerstimmen bekommen. Weil Parteien sind im Endeffekt auch eine Businessstruktur. Die machen Marketing. Die überlegen sich, ey, was können wir ansprechen, damit diese Leute auf unsere Seite kommen. Und die merken auch, dass ganz viele Leute das Vertrauen in die Altparteien verloren haben. Und dann nehmen die einfach Themen, wo die fühlen, das ist gerade so in der Gesellschaft vorhanden, und bauschen die auf, machen die groß, übertreiben auch, das gehört zum Marketing dazu, übertreiben auch, damit die Leute auf deren Seite kommen, damit die gewählt werden. Die wollen am Ende Macht. So. Die wollen am Ende Macht haben. Die wollen euch regieren. Das ist halt wichtig zu verstehen, weißt du, wie ich meine? Und ich bin so weit, dass ich sage, ich vertraue diesen Leuten nicht, die Marketing machen, um am Ende Macht über mich zu erlangen und mich dann im Endeffekt regieren zu dürfen, so, weißt du, wie ich meine? Ich glaube nicht mehr an dieses System, deswegen glaube ich auch nicht an die AfD, Bruder, das ist ein ganz easy Ding, so. Genauso glaube ich nicht wirklich an diese Wagenknecht-Partei. Ich glaube, dass teilweise Parteien im Ursprung mal gegründet wurden mit einer guten Intention, genauso auch wie Bewegungen, so, weißt du?
Aber ich glaube, dass fast jede Bewegung oder jede Partei mit der Zeit unterwandert wird, wenn sie an Macht gewinnt und wenn sie mehr Zuspruch bekommt. Weil es gewisse Menschen gibt, die sehen, oh, die kriegen mehr Macht, die kriegen mehr Zuspruch, die kriegen mehr Aufmerksamkeit. Das können wir nicht einfach so laufen lassen. Da müssen wir uns irgendwie rein involvieren, damit wir das in die Richtung steuern können, wo wir es gerne haben möchten. Und diese Menschen gibt's, die das machen. Steht. Wer steht denn da? Das ist das Interessante. Ja? Gott setzt Regierungen ein. Und er setzt sie auch wieder ab. So. Wir können im Grunde genommen wählen, was wir wollen. Es wird niemals so sein, was Gott nicht will. Das heißt, Sie würden auch nicht wählen gehen? Doch. Ja? Und natürlich. Wen denn? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Europawahl, so. Meinen Sie, ja? Ja, ja, genau, am 9.6. Europawahl. Jetzt, ja. Europa steht in der Bibel auch geschrieben, ist nicht von Gott. Ich habe mich so gefreut, dass ich endlich reisen kann, ohne den Pass zu zeigen. Und dann kam der Euro. Ich dachte, ist das herrlich, jetzt haben wir eh eine Währung. Jetzt gucke ich aber in der Bibel. Und Gott sagt, ich hab das nie gewollt. Ja, scheiße. Jetzt? Sie kennen die Bibel nicht. Nicht so gut wie Sie offensichtlich. Aber ist es nicht irgendwie ein Widerspruch, wenn man sagt... Der hat einfach eine goldene Flagge, Digga, ich küsse dein Herz. Geht wählen und setzt ein Kreuz für eure Stimme, aber auf der anderen Seite bringt die Wahl auch nichts. Nee, aber das ist einfach, dass der... Wahlurne. In der Urne wird die Asche des Verstorbenen beigesetzt. Die steht bei der Feuer-, Wald- und Seebestattung im Mittelpunkt. Das Gefäß spielt in der Regel aus schlichten Aschekapseln im Inneren sowie einer repräsentativen Überurne, die als Schmuckurne bezeichnet wird. Urne. In der Urne wird die Asche des Verstorbenen beigesetzt. Mensch, ich habe was getan. Ja, ich gehe auch zur Wahl, ich werde etwas wählen. Ich weiß jetzt noch überhaupt nicht, was ich wählen werde. Also noch gar nicht? Ich weiß überhaupt. Stabiler Polacke sagt, schlimmer als jetzt geht's nicht mehr. Hast du mal in die Historie geguckt, Majutster? Hast du mal zurückgeguckt? Bruder, die Geschichte wiederholt sich. Ist dir bewusst, ne? Schlimmer als jetzt geht's nicht mehr, Bruder. Bro, die Welt ist schon mal untergegangen, ist dir auch bewusst, ne? Ich meine, ich persönlich sehe es auch nicht als schlimm, aber ich glaube, was du als schlimm bezeichnest, sind halt Zustände, die noch extremer werden können. Ne? Ist dir bewusst, dass wir in Deutschland mal 1 Million Mark, Reichsmark oder wie was das auch immer war damals, für ein Laib Brot bezahlt haben? Tendenz zu irgendwas? Tendenz auch nicht. Ich muss das sehen, ich muss das Angebot sehen. Und dann, das Angebot wissen Sie auch vorher, welches da ist. Das ist ja dann nur runtergerattert und die Kreuze muss man dann setzen. Informiert. Ich muss jetzt sehen, welche Parteien werden angeboten und dann jägt durch. Ja. Dann jägt durch. Und dann sagt der Herr mir, sagt er, mach da einfach dein Kreuz. Also was mich sehr... So, verstehst du? Dann jägt durch, dann sagt der Herr, dann spricht er durch mein Herz, dann sagt er, mach da ein Kreuz. Geiler Typ, Digga, Alter. Intuitiv für den Mann, Alter. Also ich kann so viel sagen. Jesus wäre nicht wählen gegangen. Jesus hätte niemals da auch Zuspruch. Jesus hätte auch nie eine Partei irgendwie gegründet oder hätte einer Partei zugesprochen oder was auch immer so, weißt du? Weil Jesus davon überzeugt ist, dass der Mensch nicht regiert werden muss von anderen Menschen, Digga. So. Der Einzige, der einen Menschen regieren kann, ist Gott. Oder darf. Und ist auch der Einzige, der verurteilen kann oder darf. So. Und Gott ist in uns. Dazu brauche ich keine AfD oder Wagenknechtpartei oder Grüne oder was auch immer so. Wenn ich Zahlen höre, wie, ich kann das ja nicht mehr beziffern, es war entweder für 22 oder für 23, dass da 320.000 Ausreisepflichtige gab es da zu dem in dem Jahr und in Ich würde mich würde mal wundern, wie die Fragestellung aussieht, dass jeder auf einmal über Migranten redet in dieser Straßenumfrage. Ich habe das Gefühl, die werden schon darauf angesprochen, oder? Jägt durch. Ja, und jägt durch. Sagt der Herr mir, sagt er, mach da einfach dein Kreuz. Also was mich sehr stört, wenn ich Zahlen höre, wie, ich kann das ja nicht mehr beziffern, es war entweder für 22 oder für 23, dass da 320.000 Ausreisepflicht... Ist halt Problem Nummer eins. Bei dir vielleicht, ja. Siehst du, das haben die dir eingetreten, das ist die Matrix, Bruder. Das ist die Matrix meiner Meinung nach so. Die Probleme, die euch präsentiert werden, sind nicht die wahren Probleme, das ist euch bewusst, ne? So.
wenn so ein Corona-Scheiß um die Ecke kommt, wo ihr alle so aufgeweckt wart und euch nicht impfen lassen habt, so, ne? Und direkt irgendwas anderes dahinter vermutet habt, so. Und dann gesagt hat, ey, was ist eigentlich der Grund, warum das getan wird, so? Was für Gesetze werden eigentlich gerade umgesetzt? Was passiert eigentlich gerade wirklich hinter den Kulissen, so? Dann sind sie alle da, Bruder. Aber wenn sowas gepusht wird und sowas nach vorne getrieben wird, dann fragt sich keiner, ey, was ist eigentlich das Wahre? Was ist eigentlich der wahre Grund, warum das so ist? Gab es da zu dem in dem Jahr und in Wahrheit sind dann in diesem Jahr nur 13. Das Hauptproblem, das ist, okay, Chat, ich will mal so eine Übersicht bekommen. Wer glaubt, dass das Hauptproblem in Deutschland die Ausländer sind? Eins in den Chat. Mal ganz direkt gefragt und schämt euch nicht. Ist alles cool, jeder darf seine Meinung haben. Wer sagt, dass das Hauptproblem in Deutschland die Ausländer sind? Eins in den Chat. 1200 tatsächlich ausgewiesen worden. Ich weiß jetzt nicht. Die genauen Zahlen, die genauen ist ja auch Zahlen egal. Und ja. So. Aber das sind halt so Dinge, wo man sich wirklich fragt, wie kann das sein? Ne? Und also ich bin alles andere als rechts oder links. Ich bin bei manchen Themen rechts geneigt, bei manchen Themen links und bei manchen in der Mitte. Mir ist jeder willkommen, egal wo er herkommt in diesem Land. Aber er sollte halt, auch wenn er straffällig wird und gerade mit gravierenden Sachen halt wirklich nicht, sich das Recht halt dann nicht mehr haben, hier in diesem Land sich so lange aufzuhalten. Und die Abschiebung oder wie auch immer man das nennt. Da würde ich nicht mal unbedingt widersprechen. Also wenn du die Grenzen überschreitest, so, und ich finde auch, dass wenn sowas, also wie gesagt, das sollte eigentlich auch den Leuten klar gemacht werden, die hier hinkommen, so. Das sollte denen auch bewusst sein, finde ich jetzt persönlich, weißt du? Ich bin nicht auf keiner Seite, aber ich sage, wenn du in ein Land reingehst und du missachtest die Gesetze, dann hast du mit Konsequenzen zu rechnen. In manchen Ländern wirst du sofort rausgeschmissen. In Dubai zum Beispiel. Ich kenne jemanden, ich will deren Namen nicht nennen. Gute Freunde von mir, die waren in Dubai, Digga. Jemand hat die verpetzt, dass die einen Joint geraucht hat. Die wurde ausgewiesen und darf nie wieder einreisen. So. Nie wieder. Und wenn das die Gesetzeslage ist, dann ist das auch richtig so. Dann hast du Pech gehabt, Bro. Das ist auch ganz einfach. Ich gehe ins Ausland, ich komme hier nach Mexiko und ich halte mich nicht an die Gesetze und die sagen, verpiss dich, Digga, wir wollen dich hier nicht mehr haben, dann ist das ja mein Fehler. Das ist doch mein Fehler, Digga. So, und ich finde halt, wenn das wirklich so ist, und das sehe ich nämlich auch kritisch, und da bin ich auch dagegen, dass wenn Leute diese Grenze überschritten haben, dann trotzdem nicht die Gesetze, also trotzdem nicht die Strafe bekommen, die laut Gesetz eigentlich steht, weißt du, die da steht. Das muss so sein, Digga, das muss so sein, ich bin da auch dafür, dass wir uns hier nicht falsch verstehen, ne? Ich bin nicht so einer, der sagt, ja, Digga, Ausländer können nach Deutschland kommen, können machen, was sie wollen, aber die darf man nicht anfassen und so. Das soll hier nicht so rüberkommen, Bro. Ich rede in einem tieferen Sinne, was diese ganze Entwicklung, die gerade in Deutschland stattfindet, dann mit der Gesellschaft macht. Und das wird uns spalten und das wird immer mehr negative Energie hervorrufen und das wird nicht gut sein. Das prognostiziere ich. Aber nichtsdestotrotz, Ausländer, die in Deutschland Scheiße bauen und das Gesetz missachten, haben mit Konsequenzen zu rechnen. Punkt aus Ende. Müsste halt irgendwie leichter vonstatten gehen. Also dass es auch wirklich umgesetzt wird von der Regierung und nicht nur auf die Liste geschrieben. Weißt du, ich merke nämlich, wie Leute hier jetzt teilweise denken, dass ich irgendwie so ein linker Guy bin, der irgendwie einen auf, oh ja, nee, Digga, alle dürfen alles machen, was die wollen und so. Nee, nee, Bro, ich bin schon strikt, so, weißt du, ich bin da schon strikt. Und einer sagt, mir gefällt es hier im Gegensatz zu dir. Bruder, ich habe meine Gründe, warum ich nicht in Deutschland bin, aber es hat zum Beispiel bei mir nichts damit zu tun, also mit diesen ganzen Parteien und so ein Scheiß, weißt du, wie ich meine? Ich bin einfach nicht in Deutschland, weil ich nach dieser ganzen Corona-Zeit ein bisschen gemerkt habe, wie die Gesellschaft funktioniert, wie krass viele Leute folgen und wie viele Leute immer noch Bock haben, andere zu diffamieren, so. Und der Hauptgrund ist auch das Wetter, weißt du, die Kälte, dass es so grau ist in Deutschland, dass die Menschen auch sehr grau sind, wenig Smiles, wenig Lebensfreude, wenig miteinander connecten und einfach miteinander leben und sich gegenseitig lieb haben und so. Und es tut mir einfach als Mensch nicht gut. Aber ich liebe Deutschland trotzdem, weil ich komme aus Deutschland. Und die müssen abgeschoben werden, am Ende machen wir nicht mal ein Viertel davon, setzen das wirklich um. Bist du stolz auf Deutschland? Ja, ich bin sehr stolz auf Deutschland. Krass, jetzt schreibt hier einer rein. Ich glaube, hättest du einen deutschen Vater, würdest du anders denken. Bruder, das ist wild, Alter. Wirklich ehrlich? Ja, das ist wild, Bruder. Also ich habe zwar einen albanischen Migrationshintergrund, aber ich bin unglaublich stolz, in Deutschland leben zu dürfen, vor allem in Berlin. Ich liebe es und ich finde auch, dass wir
viel nationalstolzer sein könnten. Bin ich auch stolz natürlich auf meinen Hintergrund, auf meinen Migrationshintergrund, aber ich sehe mich schon ein bisschen eher als, ich weiß nicht, Berlinerin würde ich sagen, einfach so wirklich, und auch als Deutsche sage ich auch immer als erstes, wenn man mich fragt. Ich fühle mich einfach hier wirklich eher dazugehörig. Same. Auch auf Deutsch, ich sage alles auf Deutsch, also von daher. So, wenn man jetzt Deutsche hier fragt, ob die stolz auf Deutschland sind, sagen die meistens, oh, ich weiß gar nicht, ob man das noch sagen darf, weil es ist ja so ein bisschen verhasst, aber ich... Ja, das ist voll traurig, Digga. Das habe ich ja auch am Anfang schon gesagt. So. Warum nicht, ne? Wenn man ich find's richtig schade. Ich weiß, wir haben eine doofe Vergangenheit, aber ganz ehrlich, welches Land nicht? Und wie viel... Safe, Digga, es gibt so viel, Bro. Da haben gerade immer noch Scheiße am Dampfen. Deshalb verstehe ich gar nicht, warum man irgendwie nicht mehr stolz auf Deutschland sein kann. Ja. Also das ist ja auch irgendwann, die versuchen ja auch, sag ich mal, das Beste, um es irgendwie besser zu machen heutzutage. Und irgendwann... Wenn es darum geht, dürfte nach dem, was gerade passiert, keiner mehr stolz darauf sein, wenn er aus Israel kommt, so. Weißt du? So, sorry, aber muss so gesagt werden. Die zerbomben gerade Menschen einfach so. Töten Menschen, die massakrieren Menschen. So, und das haben viele Länder schon getan. Viele, viele, viele große Länder haben schon sehr viel Dreck am Stecken gehabt. So. Es ist nicht nur Deutschland, die Bösen waren. In der ganzen Weltgeschichte gab es nur Deutschland, die böse waren. Das stimmt halt nicht. Aber ich sage, ich glaube, da steckt eine Agenda dahinter. So. Ganz ehrlich, ich bin ja so ein kleiner Verschwörungsschwurbler. Ne? Und ich glaube, da hat wirklich eine bewusste Agenda hinten dran gesteckt, um die Deutschen klein zu machen. Weil die Deutschen halt wirklich krasses Potenzial hatten damals. Alleine wenn du guckst, so welche Erfindungen alle aus Deutschland kommen. Dichter, Denker, Musik, Bro. Bruder, die waren Vorreiter in so vielen Sachen bis heute. Und jetzt gerade geht das Land halt extrem den Bach runter, auch wegen den Entscheidungen, die teilweise getroffen werden. Und ich sage, das ist übergeordnet. Weißt du, ich glaube, Deutschland kann gar keine wirklichen eigenen Entscheidungen treffen. Seit dem Zweiten Weltkrieg. So. Und das ist meiner Meinung nach ein Plan, dass der Deutsche so klein gemacht wird. Das auch. Ich glaube, jedes Land hatte mal einen Krieg, jeder hat mal Scheiße gebaut und irgendwann soll es weitergehen im Leben. Guck mal, USA, Digga, die haben ein Land aufgebaut auf einer Massakrierung von Indianern. So richtig ekelhafte Sachen sind da abgegangen. Und die sind, guck mal, wie stolz die sind. Weißt du? Da sagt keiner irgendwas. Aber in Amerika ist es zum Beispiel auch so, dass Leute, die da migriert sind, weil es ja eigentlich alles Migranten sind, ob aus Europa oder aus Afrika oder wo auch immer. Okay, das sind oft Sklaven gewesen, aber da sind sehr viele verschiedene Ethnien stolz darauf, in dem Land zu leben. Weißt du? Irgendwann weg auf jeden Fall von der Schuldfrage, sehe ich genauso. Mhm. Wir haben ja jetzt am 9.6. haben wir auch Europawahlen. Mhm. Werdet ihr auch wählen gehen? Ehrlich zu sein, bin ich in der Politik leider nicht so ganz drin, deshalb eher nicht. Stark. Ich habe den Brief bekommen, vielleicht werde ich mich da nochmal kurz schlau machen. Aber was genau, also zu irgendeiner Partei, weißt du schon, wo du tendieren würdest, welche würdest du wählen? Eher nicht, ich finde gerade wirklich alle Parteien jetzt nicht so dolle, also okay. Das ist jetzt wirklich, ja gerade. Base, Digga, fühle ich. Sorry, also leider finde ich jetzt irgendwie, keiner vertritt mehr irgendwie so eine krasse Meinung. Früher eher so SPD, um ehrlich zu sein, aber jetzt mittlerweile habe ich gar keinen. Digga, wir haben viel gemeinsam, ich war früher auch so SPD-Vibes unterwegs, weil mein Opa war SPD-mäßig unterwegs. Da war ich auch so auf den Vibes. Eine Meinung mehr dazu, sag ich mal so. Ja. Danke dir auf jeden Fall. Ich wollte gar nicht lange stören, ne? Viel Spaß. Ja, ich sag mal. Gute Frau, die ist bestimmt auch am Schwurbeln nebenbei, ne? Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also da könnte man mal reinfragen, rund oder flach? Glaube ich. Ich glaube, die Dame hätte eine Antwort gehabt. Wenn man schon sagt, nicht AfD, dann der Rest ist schon fast egal. Mhm. Also Hauptsache, man geht überhaupt wählen. Mhm. Und gerade wenn man halt nicht wählen geht, dann kann es halt passieren, dass halt Parteien an die Macht kommen. Sie ist im Chat. So. Man vielleicht nicht unbedingt da sehen möchte. Ja. Man darf jetzt schon ab 16. Damals Gerhard Schröder, ja, Digga. Voll. Wählen, finden Sie das gut oder schlecht? Finde ich in Ordnung. Ja. Weil die Jugend ist heute ja schon weiter als wie vor, weiß ich nicht, zig Jahren, sag ich mal. Ne? Ja. Die haben auch ihre eigene Meinung und sehen, was in der Welt vorgeht. Das sagt man immer. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, aber es kann natürlich auch sein, gerade wenn die Jugend so 16, 17 viel auf Social Media so rumhängt, die bekommen dann ein bestimmtes Bild, aber ob sie sich dann auch selber wirklich informieren, das weiß man natürlich nicht. Ne? Ich würde mal sagen, nicht alle vielleicht, aber es gibt schon viel. Chat eskaliert. Ja, ist halt doch ein wildes Thema so, ne? Vor allen Dingen, weil ich auch polarisiere so, weil ich eine Meinung habe und ich lasse mir meine Meinung nicht verbieten und die geht halt mit vielen Leuten nicht einher und ist auch vollkommen okay so. Die sich doch dafür sehr interessieren und auch was verändern möchten. Mhm. Wie alt bist du? Also darfst du schon 16. wählen? 16, ja, dann darfst du schon wählen. Danke an die Regierung. Meine erste Wahl. Ja. Gibt es eine Tendenz? Würdest du immer schön cool bleiben, ohne beleidigen. Ich habe ja auch niemanden beleidigt hier an der Stelle. Man kann ja seine Meinung vertreten, man kann auch ein bisschen mal Dings sein. Ich war jetzt auch ein bisschen mal emotionaler und so, weil ich das schon länger beobachte. Aber ey, bleibt locker, weißt du, wie ich meine? Bleibt cool. Immer schön Respekt voreinander haben, nicht beleidigen. Dieses Beleidigen ist Kacke, Bro. Sag ich dir, egal welche Seite so. Beleidigen ist Kacke. Selbst wenn einer sagt, ey, alle Ausländer sind Kacke und so, ist hart, Bruder, ich weiß. Oder jemand sagt, ey, der hat halt eine Meinung, Bro.
So, ist halt so, wie es ist. Die Grünen wählen? Ja. Ja? Ja. Warum? Gibt es da irgendeinen Punkt? Also vielleicht sagst du jetzt, Umwelt ist dir wichtig, noch irgendwas? Also, ja, schon so ziemlich. Ich habe auch meine Facharbeit auch zum Thema Umwelt gemacht und so. Also das ist schon wichtig, finde ich. Also inwie... Ja. Süßer Dude, ne? 16 Jahre, Digga. Würdest du deine Freiheit einschränken? Würdest du, wenn die Regierung jetzt sagen würde, so ab morgen darf jeder nur noch zweimal im Jahr fliegen, fändest du es gut? Also... Parallel dazu fliegt unsere Umweltministerin mit Privatjet in die Schweiz, ne? Das hättest du mal dazu erwähnen müssen. Würde ich es nicht finden, sagen wir mal so. Aber ja, also wenn es dann eine gute Alternative gibt, warum nicht? Das ist halt krass, Digga. Die werden schon hart indoktriniert, die JungsInnen, ne? An. Zum Beispiel. Die zu spät kommt. Wissen Sie, welche Partei Sie wählen möchten? Naja, entweder SPD oder CDU. Jetzt hatten Sie CDU... Entweder SPD oder CDU ist krass, ne? Früher, zu meinen Zeiten, hat sich das hart widersprochen. Meinen Sie, dass die Merkel das in den vorherigen Jahren gut gemacht hat? Ja, auf jeden Fall. Jetzt sagen natürlich auch viele, gut, dank Merkel haben wir seit 2015, 16 eine Massenmigration hier in unserem Land. Wie sehen Sie das? Ich finde es einerteils... Einerteils, na Mann? Man hilft. Einerteils den Männern, Alter. Und los. Aber irgendwo müssen auch Grenzen gesetzt werden und auch sich das vorher überlegen, wie man auch das Geld einsetzt. Denn ich sehe es selber tagtäglich, die Leute, die hier sind, wie sie das Geld auch ausgeben. Mhm. Ja, und es ist nicht mit Bedacht ausgegeben, sondern einfach nur, damit sie schöne Dinge sich kaufen können. Und jetzt wird sogar gebaut für die Leute, die hier dann praktisch einziehen wollen und bleiben wollen, ja, vor allen Dingen. Ne? Es ist ja nicht dann nur eine Zeit, die sie... Oh, Digga, Sommer Berlin, bisschen rumlaufen, Digga, vermisst man schon ein bisschen, ja? ...vielleicht vorübergehend hier haben, sondern die wollen ja dann schon hier einen festen Wohnsitz haben. Genau. Aber dafür muss man dann auch mal arbeiten gehen. Sonne kommt raus, Digga, Girly-Vibes wieder am Strand, Bruder, du weißt ja ganz genau, wie das läuft. Los geht's, Digga. Und sich nicht das Geld nur geben lassen. Man muss auch an die eigenen Leute denken, denke ich mal, ne? Mhm. Es gibt genug, die hier auch auf der Straße leben. Sehe ich genauso. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn ihr sehen wollt, welche spannenden... Stark, Alter, starkes Ding auf jeden Fall. Gutes Teil, Alter. Gutes Video. Auf jeden Fall, ey, ich habe meine Meinung abgegeben. War ein bisschen wild hier auch bei mir im Chat. Hab versucht, so meine Ansicht der Dinge ein bisschen rüberzugeben. Wie gesagt, ich habe da meine eigene Meinung. Ich sehe das ein bisschen kritisch, diese Entwicklung. Nichtsdestotrotz sage ich auf jeden Fall, dass man sich an die Gesetze halten muss. Und wenn das nicht getan wird, muss man mit Konsequenzen rechnen. Das ist mir nochmal wichtig hier am Ende. Ja, schreibt mir eure Gedanken unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Verliert die Liebe nicht, Bro. Am Ende sind wir alle eine Familie, egal wo wir herkommen. Das muss uns bewusst sein. Und wir sollten versuchen, harmonisch miteinander umzugehen. Egal wo, egal mit wem. Wir bluten am Ende alle gleich. Und eigentlich, das muss ich hier jetzt nochmal sagen, was ich finde, dass wir endlich mal verstehen sollten, dass wir innerhalb der Gesellschaft, egal wo wir herkommen, egal was die Hintergründe sind, endlich mal zusammenkommen müssen, weißt du? Wir müssen endlich mal zusammenkommen. Die Leute verstehen nicht, dass immer wieder neue Tools in die Gesellschaft reingeschmissen werden, damit wir gespalten werden. Es gibt immer wieder was Neues. Fällt euch das nicht auf? Mann, Frau, Corona, geimpft, nicht geimpft, LGBTQ, nicht LGBTQ, rechts, links, Anti-Migranten, Pro-Migranten. Diese ganzen Sachen sind dafür da, damit wir uns gegenseitig bekämpfen und nicht verstehen, dass es eine Gruppe gibt da oben, die diese Themen in unsere Gesellschaft reinschmeißt und bewusst herbeiführt, damit wir ja nicht auf den Trichter kommen, dass es eventuell Menschen gibt, die quasi über uns stehen, die uns regieren, was aber nichts mit den Politikern zu tun hat, ne? Dass ihr Bescheid wisst, hat nichts mit den Politikern zu tun, das sind andere Menschen. Und dafür sorgen, dass wir das nicht realisieren. Wenn wir endlich mal zusammenkommen würden und sagen würden, ey, wir lassen uns von dieser ganzen Scheiße nicht mehr ablenken, sondern wir verstehen, dass es Leute gibt, die uns die ganze Zeit beherrschen wollen und uns in so eine fucking mentale Sklaverei in der Matrix behalten wollen. Wenn wir das mal verstehen würden, dann würden wir nicht mehr gegeneinander kämpfen. So, das ist eine ganz wichtige Sache für mich persönlich. Dann würden wir nicht mehr gegeneinander kämpfen. Dann würden wir zusammenhalten und würden uns nicht mehr regieren lassen und würden versuchen, was zu verändern. So, ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Bis dahin. Peace out, Digga.